Die sehen gut aus und sind viel fester. Willst du mich verarschen? Die sind potthässlich. Ich finde, die sind hübsch. Nee. Und wenn, dann hätte man alle Scheine umändern sollen, nicht nur die Fünfer. Wieso? Dann sind die Fünfer was Besonderes. Ja, mal im Ernst, die sehen aus wie Spielgeld. Ja, ist doch geil. Vielleicht ist auch vom Material her, da ist ja kein Baumwolle mehr. Ja, weil das fester sein sollte, das ist ja der Witz. Ja, dann sollten die anderen Scheine dann wenigstens auch so aussehen. Jetzt entspann dich mal, dann sind die Fünfer halt was Besonderes. Akzeptiere die Gefühle der Fünfer. Du bist schon wieder der Einzige, der für die Fünfer ist, ey. Ich bin immer der Einzige, der für irgendwas ist. Ich bin immer der Einzige, der eine Person leiden kann. Ich bin immer der Einzige, freundliche. Warum musst du denn immer so anti-Mainstream sein? Was denn? Ich heb mich halt von der Masse ab, aber ich mach das ja nicht mit Absicht, weil ich mich von der Masse abheben will, sondern einfach, weil ich so bin. Glaube vielleicht ja schon. Nein, ich finde, die Fünfer sehen voll schnucklig aus. Die sehen, ein Scheißdreck sehen die aus. Die sehen aus wie Monopoly-Geld und ich mag Monopoly. Okay. Das erklärt natürlich. Nein! Auch. Habe ich dich gerade geschlagen? Oh Gott, ist hier schon wieder kein Checkpoint. Na gut, ich will mich eigentlich nicht beschweren, weil wir haben schon so viel übersprungen. Die verkackte Puppe. Aber jetzt mal ernsthaft, hier könnte doch mal einer sein, oder? Die verkackte Puppe ist nicht gesprintet. Und bei mir ruckelt das Warte mal, da hinten brennt was ab. Guck mal hier. Alter. Guck dir das mal an. Geil. Die Gleise brennen ab. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe die Mapersteller, das war auch nicht ganz gut durchdacht. Also diese Fackeln hier nah an den Bäumen dran zu bauen. Ich habe vorhin die Map gerade nochmal neu in den Server gemacht, weil wir gucken wollten, ob ich einen Fehler gemacht habe. Und jetzt erstmal die Map anzünden, ne? Lass die mal abbrennen, Jonas. Mal sehen. Vielleicht gehört das. Das ist ja gewollt. Ja, ne? Genau, das gehört zur Map. Das kann doch sein. Ja, wieso nicht? Ich frag mich jetzt nur, wo ich jetzt hier hin muss. Außerdem habe ich keinen Bock. Wenn ich jetzt hier verrecke, das, naja. Gut. Guck dir mal an, hier ist nämlich jetzt schon wieder so eine Sprungwand. Alter, wie mein Spiel einfach nur ruckelt, das ist phänomenal. So. Zieh dir das mal rein, jetzt müssen wir hier den ganzen Kack noch machen. Oh, es hat aufgehört zu brennen. Können wir nicht einfach auf den Gleisen laufen? Au, Alter. Nein, du hast mich runtergeschlagen! Ja, gut. Das hast du ruhig drauf. Ich wollte dich nie runterschlagen. Ich überspringe. Hier ist sowieso kein Checkpoint, weil guck dir die scheiß Wand ja mal an. Die müssen wir jetzt nämlich halt auch noch machen. Wenn du jetzt verkackst, dann darfst du den Rest auch wieder machen. Ist das nicht wunderherrlich? Dann dürfen wir es einfach nicht verkacken. Nee. Wir gehen dann wieder da hinten zu dem Zaun. Sekunde, jetzt. Oh Leute, ja, sicher. Ja, sicher. Wir gehen zu dem Zaungerüst zurück, Jonas. Das geht aber mal gar nicht klar hier. Also, lieber mehr Besteller. Oh, das ist ja jetzt ein Scherz. Wir gehen zu dem Zaungebilde immer. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir die Ersten sind, die diese Map spielen. Also wirklich komplett die Ersten. Und dass die einfach die Map gebaut also, haben und so. Ich gebe ja zu, das ist ja eine Menge Arbeit, so eine Adventure mitzumachen, aber bitte lass du doch mal vorher testen, ey. Mich doch am Arsch. Entschuldigung. Geil. Da unten ist ein Zaubertisch unter Wasser. Whatever. Was zum Teufel? Ja, und deshalb. Ja, wisst ihr schon. So, jetzt kommt wieder der. Ah, du Zebra! Steck mich doch am Anus. Was denn? Da der Sprung da um die Ecke. Von was? Von hier raus aus dem. Nein, nein. Hier der Anfang ist ja relativ leicht. Oh. Also der Anfang ist das Schwerste. Hey. Gott. Ich glaube, ich klicken rechts und hab's Kasper. Zauberei ist magisch, Bitches. Alter, ist da ein Block über mir? Bin ich betrunken? Ja, natürlich. Ich hab doch gesagt, der ist kacke. Alter, was ist das hier für eine Map? Wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder, obwohl das könnte möglich sein. Ja gut, nee. Wo der meinst du jetzt? Hier, von der Leiter zu dem von hier. Hä? Warte. Lol.
Was denn? Ich war bisher noch nie so weit. Was? Ich war hier zuletzt. Und dann habe ich. Warte. Wo warst du zuletzt? Wo? Hier. Und dann habe ich den verkackt. Ja, genau. Den meine ich. Ist der möglich? Ich weiß es nicht. Also, man kann ja hier problemlos springen. Der Nippel, der über einem ist, ist egal. Der Nippel war bisher mein Problem. Nee, hier der Block, der über einem ist, der ist ja egal, weil der nur halb so groß ist. Ja, aber ach so, ja, aber ich. Der Block hier, der hier, wo ich draufstehe, der ist ein Problem. Das ist total die asoziale Map hier. Ja, also die Leiter hätte man einen tiefer platzieren können vielleicht. Dann gängs. Dann ginge es. Als Maul. Nein, dann gängs geht auch. Wir machen die Map jetzt einfach im Creative. Ja, das ist. Ja, keine Ahnung, also. Der hat ja auch gesagt, der hat es vorher gewarnt, dass die diese Challenge, also diese Challenge, wie sagt man, diese Reihe jetzt hier am schwersten sein soll, aber. Aber trotzdem, das ist ja wohl. Also komm. Ich weiß nicht. Schwer ist eine Sache, aber ich meine, es kann auch gut sein, dass sie alle Sprünge geschafft haben, ne? Wahrscheinlich haben sie manche Sprünge einfach so lange gemacht, bis das Spiel total verbuggt war und sie durch Wände fliegen konnten. Also, es. Nee, aber ich muss differenzieren. Ich hab's geschafft! Nein, oh, ich hab den danach nicht geschafft. Ich hab den noch nicht geschafft, irgendwie. Ja gut, immerhin ist es möglich. Nein! Alter. Keep sprinting. Nein! Und wie krieg ich den nicht hin? Nein! Mann! Der hört aber immer auf zu sprinten, bevor ich. Boah, du verkacktes Zebra, ey! Mach verdammt nochmal einen Tag, ey! Werden hier too many items dauernd installiert? Not enough items. Das ist noch lustiger. Ich schaff den nicht. Ja komm, wenn du so einen Sprung mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 oder so schaffst. Ohne eine Challenge, ohne einen Checkpoint. Ja. Das ist echt. Weil, guck dir mal an, du müsstest ja theoretisch hier hinlaufen und dann hier wieder die ganze Kacke machen. Das ist einfach. Dass du dann irgendwann mal wieder da landest, wo du dann wieder verkackst. Das ist einfach echt eigentlich der größte. Das ist eine Glückssache, das ist eine reine Glückssache. Das ist echt eigentlich der größte Makler an der ganzen Map, dass hier alle 500 Sprünge mal ein Checkpoint steht. Ja gut, aber dafür sind die meisten Checkpoints schon mehr oder weniger auf. Ja, das ist, genau, vielleicht ist ja hier auch der nächste Checkpoint auf, mal gucken. Ja, vor allen Dingen, als du die geschickt hast, hast du die auch mal komplett nochmal kontrolliert, weil da waren ja schon drei Checkpoints, die Türen einfach offen gewesen oder so. Dahin geht's dann. Das war letzte oder vorletzte Aufnahme, da waren einfach die Türen schon offen. Ja. Also ich schaff den da nicht. Alter, hier ist eine kilometerhohe Wand. Was, wo? Wo bist du? Hier hinten ist eine richtig üble Kilometer. Ich bin hier mal am gucken. Bist du? What the fuck? Ich bin hier hinten, hier. Guck nach, ein bisschen nach hier. Ach, da. Weil wenn jetzt hier hinten irgendwo eine Checkpoint. Alter, ist da irgendwo ein Checkpoint zwischendurch? Ich glaube nicht. Trollolol, geschafft, XD. Ich will mal gucken, ob da, wenn ich da durchgehe, ob da unten ein Schaut mal runter, ihr werdet euch ärgern. Moment. Ich gehe da jetzt nur mal runter, um zu gucken, ob da unten vielleicht eine Tür schon offen ist oder so. Weil, wenn hier ganz hinten irgendwo eine Tür offen ist, dann. Weil hätten wir am Anfang, wenn wir am Anfang durch die ganze Map gelaufen und alles, ja. Dann hätten wir schon mal auf jeden Fall die ersten 5 Challenges überspringen können. Sind wir hier? Oh Gott, was? Geil! Pff. Was? Nice one. Das ist der Anfang der Map. Hä? Das ist der Anfang der Map. Was the fuck? Man hätte hier einfach das alles, man hätte die ganze Challenge, das alles überspringen können. Alles. Na gut, wenn man das gefunden hätte, also das haben wir ja jetzt aber. Ja, nee, das haben wir nicht. Ich bin ja hier hingeflogen schon, deswegen. Das hätte man ja erst gesehen, wenn man hier gewesen wäre. Also das ist, wir machen das jetzt schon noch weiter. Aber ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Wand hier nach oben zu machen, ehrlich gesagt. Mm-mm.
Also das ist irgendwie auch immer derselbe Rotz. Ja, ich würde sagen, wir sollten erstmal, ich würde sagen, wir überspringen einfach diese Jump-and-Die-Dingens, das Schwerste. Vielleicht ist es einfach zu schwer für uns. Oder ja, vor allen Dingen, wo ging es denn hier nach weiter? Keine Ahnung, ich nehme an, hier hätte man irgendwo den Hebel bekommen auf dem Dings, auf dem Weg hier für, und dann will man halt da durch und dann, ja, fertig. Hiernach wäre es vorbei gewesen, die Challenge. Das shit happens. Deswegen würde ich, also Jonas, ich würde eigentlich sagen, weil ich werde ganz bestimmt nicht den ganzen Rotz hier nach oben machen. Das ist echt bisschen. Weil hier ist, so wie ich das sehe, nirgendwo ein Checkpoint. Nee, ich sehe hier auch nirgendwo einen. Deswegen, lieber Mapbesteller. Das ist aber wirklich hart. Lieber Mapbesteller, ich kann dir ganz bestimmt sagen, niemand, absolut niemand auf der ganzen Welt würde das ganze Ding hier machen, wenn da kein Checkpoint ist. Niemand. Ja, das ist... Muss man selber ausprobiert haben. Wenn man es ja, selber schafft, okay. Weil, aber. Wenn du das hier, wenn du das hier 15 Stunden lang gemacht hast, ja, Was ist denn, ne? Wahrscheinlich hat er das hier 10 Stunden lang versucht, bis er es endlich geschafft hat und dann, ja, ich habe alles ausprobiert, geht alles. Ja gut, aber jedenfalls, Jonas, ich würde sagen, wir machen dann die andere Map erstmal, ja? Wir spielen mal die andere Map, die ja, uns Moment, zugeschickt wurde. Was wäre denn jetzt hier die nächste? Wie, ja, die Challenge wäre dann vorbei und dann können wir uns eine nächste aussuchen, das nächste aus. Ja, ja, aber was wäre das denn? Oder, warte Jailbreak mal, oder, das wäre dann Jailbreak oder... The Wall und die Nahe der Freiheit. The Wall haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Nein. Doch, das Nein. erste was... Nein, Hä? Haben wir nicht. Wir haben mit Jump Tower angefangen. Du bist nur schon einmal darüber gelaufen und hast irgendwas in die Luft gejagt mal. Wir haben das ganz bestimmt noch nicht gemacht. To the Wall links abbiegen. Boah, nicht schon wieder an der Wand. Ja, aber Jonas, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die andere Map und pausieren das hier mal, oder? Ja, dann kriegt man da ein bisschen Abwechslung rein, weil es ist schon relativ groß. Und es ist schon relativ einseitig. Ja, gut. Also ich will jetzt nicht haten wie sonst einer, ja, aber mir gefällt, Kritik muss man annehmen. So mir gefällt das. Die Map schon, aber und ich denke, wenn hier Checkpoints angebracht wären, sodass man wirklich eine Chance hat, das ohne Frust zu schaffen, dann wäre es auch gut, aber naja, eine so richtig wie gute Map besteht einfach daraus, dass das schön dargestellt ist und dass man nicht sofort alles frustet, weil man nur noch Steinmauern und Leitern sieht. Ja. Gut, dann weiß ich nicht. Whale Shit. Ja. Dann beenden wir hier erstmal, also pausieren die Map, lieber Besteller. Wir machen auch weiter und alles, keine Sorge. Aber erstmal jetzt eine andere Map. Wir wissen noch, ich weiß auch nicht, wie lang die andere ist, aber egal. Dann ja, wir sagen, haben nämlich noch eine geschickt bekommen und mit der geht's dann weiter. Ja gut, dann würde ich sagen, tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.